Ja, das ist gelungen. Dann nehme ich Aal-Ang runter. Wie viel verliert er? 14 verliert er und bei einer 5er MR, 2 von AT und PA und 4 von Talenten und Pferdkapf. Gut, gucke ich mir gleich an. Aal-Ang hatte schon gewirkt, deswegen ist egal. 19, Kasim ist fertig. 21 Medarion, du hattest Ich habe vorgezogen. noch eine Aktion. Ich möchte erstmal 21, oder? protestierenderweise anmerken, dass der die Vakation mir nicht sagt, dass ich das vorher ansagen muss. Das Kind ist jetzt schon im Brunnen. 3, Ja, komm, gemacht, gemacht, 2, gemacht. Ich schieße auf. Sorry, ich kann nicht schießen. Ich ziehe einen Pfahl, 1. erste Aktion nachladen. Lass mich reden! Ich ziehe einen Pfahl, erste Aktion nachladen, zweite passiert nächste Runde, ist ein Elfenbogen. Junius. Ich gehe hier vorne zum Haus und Ja. verstecke mich quasi an der Kante und mache mich bereit, dass der Quallenfresser kommt. Ja, der sieht das natürlich. Kannst du machen. Ja, ich weiß. Aktionposition und dann parier dann, ne? Also kannst du nicht angreifen, kannst du noch parieren. Aber so kann er wenigstens keinen Sturmangriff mehr machen. Das ist Richtig. richtig. Ich wollte aus der Sichtlinie von ihm. Gut, Quasi. dann 21 ist durch. Dran kommt 24, kommt Skybor. Der wird sich auch eine Aktion Bewegung und er wird zuschlagen und er würde ganz gerne niederwerfen. Okay. Dann muss ich parieren, ne? Du Oder ausweichen. musst parieren, du kannst auch ausweichen, klar, geht beides. Du kannst aber nicht mehr angreifen, du kannst auch nicht gegenhalten. Er hat es geschafft, sein Niederwerfen. Warte mal. Die Parade ist nicht erschwert. Wo ist Parade? Hä? Ach da, mit Kurzschwert, ne? Genau, mit Kutschwert. Parade ist Geschafft. nicht erschwert, dann. Ja, es ist geschafft. Du kannst im Übrigen in der Niederwerfen keine Finte reinlegen. Kann ich nicht. Bedank dich bei Thomas Römer. Schade. Dann Das ist gehört mir Skuba aufs Regel. durch. Er hatte attackiert, er hatte sich bewegt und Rongas dann. Ja, ich eile mal dem guten Travigor zur Hilfe, indem ich als 2,50 Meter großer Koloss hier hinstürme. Ja, Sturmangriff auf den Wolf. Sturmangriff auf den Wolf. Zählt er jetzt als großer Gegner? Ja. Boah, dann darf nicht pariert werden. Er kann ausweichen. Wölfe weichen sowieso aus. Ich habe Bedenken. Das lässt Er ist sich die stärker Regel als ableiten. Raphim. Ich habe Bedenken, auch bei Raphim. Jo, wäre gelungen. Ja, er Bei versucht plus trotzdem 4. auszuweichen. 16 schafft er nicht. Ich schrecke ein bisschen zusammen, wenn der Koloss da neben mir steht. Auf welcher Ini ist eigentlich Trollzorn? So, 27 Schaden. Bei den anderen, der hat 27? Ja. Zustand tot. Range, Change, Object. Trollzorn ist mit den anderen auf der 21. Ich glaube, der ist weitergelaufen, ne? Der wäre diese Runde noch nicht rangekommen. Ah, doch, wäre er. Dann mache ich nächstes Mal den Sturmangriff in Travigors Gesicht. Dann sind alle fertig. Nächste Kampfrunde 13 stoppe ich sie vor. Und zwar mit Trollzorn. Ich baue Travigor mit einem Sturmangriff in die Fresse. Sturmangriff ist gut. Mit Metamesser. Geschafft. Ich Ist sollte nicht das irgendwie finden. durch Finte erschwert noch oder so? Nö, hat er nicht angesagt. Nee, ist Oder? keine Finte drin. Dann versuche ich zu parieren und Hast du ihn noch ein zu Erschwernis vom finden. letzten Mal? Nee, ne? Doch, da habe ich einen Sturmangriff gemacht und verkackt. Fällt das noch? Wenn zwischendrin eine Aktion vergangen ist, nicht. Ist es ja nicht. Weil er Ja, es vorgezogen nimmt ja zwei Aktionen Ist egal. Zeitaufwand. Ja, hat vorgezogen. Also ist erschwert, oder? Ist erschwert. Was hattest du für eine Okay. Erschwernis? Sturmangriff um 4 erschwert. 4, okay. Dann mache ich nochmal. Ja, geschafft. Okay. Pariert. Ja, dann merkst du, wie er anstürmt durch den Matsch, durch den Regen, durch den Nebel und dein Schwert klonkt auf seins. Das war sein Sturmangriff, er hat er vorgezogen. Dann ziehe ich alle anderen auch mal vor. Al-Ang muss sowieso handeln, stimmt. Der. Stopp, ich möchte vor Al-Ang. Ja. Ich auch. Ja, ich ziehe mal einen Eolithus aus dem Stab. Ja. Und zwar der Kegel Aal-Ang so. Also Ja, quasi so, ja, dass Ardo ja. gerade nicht im Kegel steht. Ritualkunde kommt. Alles im Kampf mit ihm. Ja, Ardo bekommt gleich einen starken Luftzug zu Ja, spüren. auf alle Fälle. Also, ich würde sagen, der trifft Ardo auch. Die sind im Kampf. Kann ich ihn so positionieren, dass Ardo zumindest nur halb getroffen wird? Da du Mit dich. einer Kriegskunst vorweg oder so?
Klugheit plus 5. Würde ich auch beide Aktionen für geben. Eine zum Zielen. Klugheit plus 5. Hopp. Das dann genug. Kannst du so zielen, dass Ardo nicht erfasst wird. Gut. Zauberspeicherauslösung kommt. Da braucht man nicht nachrechnen. Was tut der Aguilitus? Körperkraft plus 10, um stehen zu bleiben. Okay, ich versuch's einfach mal. Körperkraft plus 10. Schafft er. Fuck it. Er bleibt stehen und kämpft weiter. Ist Ardo, das eine Aktion, du siehst, für ihn? Nö, ist es nicht. Ah, komm, doch, dann, doch, es ist eine effektive Parade. Dann Aktion, Rückzug nach hier. Ja, er hat sogar noch zwei Stück. Ardo, du siehst, wie er gerne weiter zustechen würde. Du kannst vorziehen. Nö, er soll erstmal selber hauen. Okay, weil du hattest angesagt, du wolltest vorziehen. Ja. Ist sowieso erschwert, weil er geblitzt ist. Ich mache einen ganz normalen Angriff. 15, nein. Ja, dann hau ich jetzt mit dem 10er Wuchtschlag auf ihn ein. Ja, er hat keine Parade. Deswegen 10er Wuchtschlag. Bitte, ja. Bitte funktionier, Würfelgott. Fick dich doch. Ich chip das Ganze. Oh, Junge. Hast du noch einen Schicksalspunkt? Nee. Ja, doch, nee. Seit heute habe ich wieder einen. Seit heute? Nee. Doch, das ist das fünfte Mal. Das ist das fünfte Mal? Ja. Seit Albuin? Ich glaube schon, ja. Nein. Doch. Ich habe das extra notiert, nein. Sicher? Ja. Scheiße. Ich bin dabei, Frosty. Das ist das dritte Mal oder so. Nee, es ist mindestens das vierte Mal. Nächste Aktion, um 10er Schwert. Dann Ardo ist durch auf der 13, Trafigo 13. Kann ich meine zweite Aktion für den zweiten Schlag verwenden? Im Prinzip schon, plus 4. Aber dann hau ich ihn nochmal. Ja. Also jetzt aber halt ganz normal. Ja, plus 4, plus 10. Also ich mach keinen Wurfschlag mehr, ich hau nur einmal ganz normal. Ja, ist richtig, aber durch Umwandeln eine plus 4 und dann nochmal eine plus 10. Macht nichts geschafft. Ja, mit plus minus 0. Also genau gerade so. Ja. Gut, Schaden. Was? 11 minus Rüstung sind 8 SP. Nimmt er, keine Wunde. Travigo. Ich versuche den Freund vor mir mal zu entwaffnen. Mist. Attacke um 8 erschwert. Der hatte dich eben gerade gestorben, Kopf, ne? Ja. Yep. Komm schon. Ah, nee. Gut. Das ist deine nächste Aktion wieder schwert. 13 ist. Du hast noch eine Aktion, ne? Oder hat das pariert? Nee, ich hab pariert. Gut. 19, Kasim hat er schon gemacht. Mindarion. Mindarion zieht, oder denkt, während er den Pfeil aus dem Köcher zieht, an das lang verlorene Tishana und löst ein Artefakt aus. Das ist ein Pfeil des Herzens Matrixgeber. Dann legt er den Pfeil auf mit der. Das ist eine Aktion. Mit der zweiten Aktion legt er den Pfeil auf und dann macht er einen Schnellschuss. Also 0 Aktionen kostet das. Da ein Masterschütze ist, geht die Zone Erschwernis. Und ballert Küber um. Okay. Der ist ein paar 20 Meter weit weg, damit bin ich in meiner Plus-Minus-Null-Kategorie. Mhm. Er ist im Nahkampf? Die sind im Nahkampf. Welche Distanzklasse? Wahrscheinlich mit dem Entermesser auf. N oder so, ja, okay. N. Dann müsste das, ich glaube, eine Plus-4 oder eine Plus-8 sein. Wenn du nicht triffst, oh, du triffst nicht. Du triffst nicht, also Freunde im Nahkampf. Da, darf ich ihm meinen Chip geben? Nein, aber Leonidas kann seinen Schicksalspunkt benutzen. Ich treffe auch nicht in den Nahkampf. Wofür kann ich den jetzt benutzen? Genau. Um meinen Bogen zu würfeln. Lass doch mal ganz kurz Mindarion bitte aussprechen. Achso, sorry. Ich weiß gerade nicht, es ist halt eine 20. Das steht in der Regel nicht. Normalerweise muss ich halt so viele Punkte nur daneben sein, wie die Nahkampferschwendung beträgt. Aber mit der 20 wäre es ja eigentlich regeltechnisch noch geschafft, also wertetechnisch noch geschafft, nur dass ein 20 jemand fail ist. Ich habe keine Ahnung, sag mir was. Fail, würde ich sagen. Ist ein Fail, Es ist nachvollziehbar, dass bei einer 20 halt ich trotzdem automatisch in den Nahkampf treffe. Ja. Dann könnte Leonidas seinen Schicksalspunkt ausgeben. Also, genau. Wofür jetzt genau? Also, um den Mindarion, Mindarion hat auf dich mit einem Pfeil des Erzes geschossen. Was? Der killt dich. Achso. Das ist keine Frage, der killt dich. Ich benutze den. Dann würfeln wir die Probe 9. Die 20 dies, war so gut. Danke. Dies gelingt, ohne dass wir da noch Erschwernis aufrechnen müssen, ja? Ja, also gut. Da müssen wir nicht aufrechnen. Zunächst mal kommen hier zwei Punkte Schaden drauf, weil wir auf der zweiten Reichweitendistanz sind. Dann kommen hier noch 4W6 Schaden aus dem Pfeil des Erzes drauf. Also, und die Wundschwelle ist minus 2, weil Erz. Nee, es ist ein Angriff zum Niederwerfen, weil Erz. Beides. Nein, es ist kein elementarer Sekundäreffekt bei Pfeil des Elements. Okay, das geht, das sind nur 19 Schaden. Ja. Wow. In seinem Kopf. Zum Glück nicht. Die Wundschwelle minus 2 hast du auf dem Pfeil. Richtig, Wundschwelle minus 2 auf dem Pfeil. Er ist panzerbrechend, falls dir das hilft. Und es ist ein gehärteter Kriegspfeil. Ich hab eine 5, er bleibt nur so stecken.
Ja, er bleibt stehen. Auch mit einer. Ja, doch, so hoch ist der Schirm ist nicht. Ja. Ganz kurz: 5, 3, 1, die Rüstung von ihm ist 4. Das ist wohl nicht nur Leder, sondern seine Haut sieht auch schmierig aus. Das kann jetzt vor allem auch Leonidas riechen. Es riecht so ein bisschen fischig. Also zunächst, Rüstungswerte werden halbiert. Ja, falls das für dich wichtig ist. Ja, ist okay. Er nimmt den Pfeil halt trotzdem. Dann, du machst 19. Genau. Minus die Rüstung sind 2. Sind 17 SP. Das ist auf alle Fälle auch Wunde. Der hat aber ignoriert. Ja. Okay. Und dann, da es ein Kriegsball ist, verbot er sich jetzt in der Wunde bleibt stecken. Für jede Aktion, lass ich schauen gerade nach, ob sie eine Aktion oder jede Runde ist, die er mit schnellen Bewegungen verführt, aka Nahkampf, verliert er 1W6 TPA. 1W6 SPA. SPA, okay, also Hälfte. Ich schau kurz ins Arsenal, ob das pro Aktion oder pro Runde ist. Gut, wir machen erstmal weiter mit Leonidas. Ja, Staub ich sie vor. Ich hau dir mit Skybor in die Fresse. Ich zieh vor. Nee, ich zieh vor, weil ich die 24 habe. Aber ich hab doch 23. Ja, er ist auf der 24. Genau. Achso, wäre eine Irre. Achso, dann zählt ja, ich dachte es andersrum. Ja, ich pariere. Ja, du kannst parieren. Ich hau dir eine Finte 4. Finte 4 ist gelungen. Dann ist deine Parade jetzt um 4 erschwert. Kannst du mal würfeln? Okay. Das ist gelungen. Geschafft, ja. Gut. Das war seine erste Aktion und er würde dir sogar ein zweites Mal ins Gesicht hauen. Du kannst allerdings vorher handeln. Ja, ich schlag ihn ins Gesicht mit 2 Finte und 3 Wuchtschlag. Ja, gegenhalten. Muss ich jetzt einfach nur auf AT würfeln, oder? Genau, du machst eine ganz normale Attacke, er macht ja. Gegenhalten und dann vergleichen wir... Oh, das ist nicht gut. So, jetzt vergleichen wir unsere Punkte. Du hast deine Probe mit 15 geschafft, er hat sie mit 11 geschafft, aber er bekommt noch die Punkte aus der Initiative aufgeschlagen. Er verliert aber 4 aus der... aus der Gegnerprobe. Okay. Also er hat 8 mehr als du und damit gerade so. Damit seid ihr auf Gleichstand. Nee, Leonidas hat auch noch eine plus 5, die hat er nämlich nicht eingetragen. Warum habe ich plus 5? Wieso hat er eine plus 5? Finde 2, Wurfschlag 3. Achso. Ah, richtig, genau. Also habe ich das Gegenhalten plus minus 0 gewonnen. Also beide machen vollen Schaden. Was? Nein, der Verlierer macht immer halben. Der Verlierer macht immer halben. Aber es gibt doch keinen. Gibt es einen Verlierer? Ja, wir haben gerade festgestellt, dass er noch mehr Schwendes hat, die nicht angetragen ist. Gut, dann entsprechend er schlechter ist. Dann mache ich den vollen Schaden. Das sind leider nur 7. Kriege ich doch den Wuchtschlag von ihm drauf? Nee, ne? Nein. Schade. Aber er kriegt seinen eigenen Wuchtschlag nicht. Dann kannst du die Attacke würfeln, den Schaden. Ich? Ja, 1W6 plus 4 wahrscheinlich bei den Kurzschwertern. Nee, 1W6 plus... Das wären aber mächtig gute Kurzschwerter. Was sind das? 1W6, ne? Oder wie viel sind das? Ja, Kurzschwerter normalerweise plus 2 nach Liste. Okay. Achso. Aber ihr hattet die eingetragen, also... Also 5. Dann sind das 5 TP, davon machst du aber nur die Hälfte. Also 6 sind 3, bleiben an der Rüstung kleben. Du kannst zuschlagen, merkst, wie dein Kurzschwert in ihm, in seinem Körper stecken bleibt und sich so eine ekelhafte Schmiere über das Schwert legt. Es fängt sehr schnell an zu rosten. Und du bekommst dann die 7 TP ins Gesicht. Was ist das für Rüstung? 3. Dann kannst du von den 7 kannst du 3 abziehen. Also 4. Genau. Ja. Kann ich hier mein Leben eintragen eigentlich? Ja. Mein Charakter. Oben hast du noch Lebenspunkte. Da kannst du einfach sagen. LEP, ne? Genau. So, das war Skybor Quallenfresser, das war Leonidas. Alang selber nicht, aber Trollzorn, der hat da schon Sturmangriff, dann bin ich fertig. Hunde sind auch alle tot. Übererladet 3 SPA und einen Punkt Erschöpfung. Ja, Ronga ist dran. Ja, ich mach 2 freie Aktionen Schritt hier. Ich mach 3 freie Aktionen Schritt, ich habe genug Aktionen und greife den guten Trollzorn mit einem Angriff zum Festnageln an. Okay, jetzt kommt dein Waffenmeister ans Spiel. Genau, jetzt, ich bekomme eine 4er Erleichterung und gebe mir selbst eine 4er Schwernis. Das heißt, ich kann auf plus 4 würfeln. Und jo, das wird was. Das heißt, er darf nicht mehr parieren. Ja, ich könnte noch ausweichen, mache ich aber nicht. Ich versuch's. Schafft er nicht. Einmal Schaden geht jetzt so oder so durch. Das sind die 16 Schaden, die er jetzt bekommt.
Und zwar am Schildarm. Und dabei durchbohrt mein Schwert seine Hüfte und dringt in den Boden ein. So, würfeln wir jetzt eine Körperkraftprobe, vergleichende Körperkraftprobe. Ja, erste, vergleichende Körperkraftprobe? Er ist ein Torwaller, er hat Körperkraft 16. Du kannst ja mal. Komm mal gegen Körperkraft. Lachhaft. Er kann auch patzen. Ah, verdammt. Eins wäre halt gut. Ja, ich habe meine Bombe 4 okay, geschafft. Ja, ich habe meine um 18 geschafft. Ja, alles klar, du hast gewonnen. Komm, das habt ihr beide doch ja vorher abgesprochen. Was ist der Effekt vom Festhalten? Er ist jetzt erstmal, solange er bei mir, erst mit mir gebunden, ja, auf dem Boden. Durch die Körperkraft fällt er hin, habe ich ihn hingeworfen und jetzt sind wir beide für den Kampf raus und würfeln jede Kampfrunde eine vergleichende Gewandheitsprobe. Nicht Körperkraft, in dem Fall Gewandheitsprobe, um zu schauen, wie lange das Festnageln noch funktioniert. Also jede Kampfrunde wird auf Gewandheit geprobt. Ja, gucken wir uns gleich an. Gewandheit? Sobald er gewonnen hat. Genau. Also bei mir steht, dass du keine Gewandheitsprobe werfen musst und die Körperkraft reicht, sobald er schon am Boden ist. Ja, aber das, wenn man, das ist ja fortführend. Ich halte ihn ja im Festnageln drin. Also nächste Kampfrunde müssen wir dann eine vergleichende Gewandheitsprobe würfeln. Gut, das heißt, Travigo könnte ihn jetzt, ohne dass er was machen kann, enthaupten? Ja, theoretisch schon. Er ist aus dem Kampf raus, steht das da so? Er kann sich nicht verteidigen, während er, also... Ja, er kann sich nicht verteidigen, während er im Festnageln drin ist. Das Opfer gilt als am Boden liegend und vom Angreifer festgehalten. Zum Thema Festhalten müsst ihr jetzt in den unbewaffneten Nahkampf gucken, da werde ich nicht hingehen. Ja, dann gebe ich ihm eine minus 5, also Travigor. Nächste Kampfrunde, Travigor 13. Minus 5, wenn du Trollzorn angreifen willst. Wäre allerdings ziemlich unrondrianisch. Natürlich. Könnte ich mich umdrehen und einen Sturmangriff auf den Al-Ang machen? Nee, Sturmangriff nicht. Du kannst aber mit freien Schritten kannst du auf ihn zugehen und dann gegen ihn kämpfen. Aber du brauchst 4 Schritt Entfernung für den Sturmangriff und das ist nicht drin. Du machst das schon. Dann würde ich mich umdrehen. Okay. Dann kannst du gemeinsam mit Ado in Überzahl kämpfen. Ist natürlich genauso unrondrianisch. Du hast noch eine Aktion. Ja, dann greife ich ihn an. Mhm. Er sieht dich nicht, er ist geblitzt. Ja, hab allerdings auch noch eine Erschwerung von 8 verkackt. Ja, alles klar. Ich mach mal mit der 7 Al-Ang, der greift dich ganz normal an. Nicht geschafft. Auf der Ini. Ich hab eigentlich auf der 7, ich habe die 7 übersehen, weil sie so weit rechts ist. Achso, und ziehen einfach nur alle vor. Ja, so, okay. Al-Ang hatte zugestochen auf Ado, hat es nicht geschafft. Ado, was willst du tun? Ich hau jetzt mal. Gut. Ich fange an mit dem Buchstab 10. Wieder mal. Er hat noch eine Parade. Ja, fuck it, mach ich trotzdem. Ja, das ist gelungen. Ich überlege gerade, Kasim, wie war die Blitzerschwernisse? Blitz war 2 auf AT und PA. Ja, das reicht. Dann kann er den ersten zumindest parieren. Ja, und dann hau ich nochmal vor. Ich glaube, jetzt hat er ja keine Aktion mehr, ne? Jetzt hat er keine Aktion mehr. Sei denn, er hat Schildblock 2, aber... Umwandeln war ein plus 4? Umwandeln war plus 4. Mach ich einen 6er Wuchtschlag, also wieder plus 10. Ach, natürlich nicht. Dann merkst du dir bitte die Erschwernis fürs nächste Mal. Ado ist durch. Sie. Travigo hatte gehandelt. Dann haben wir hier noch einen Trollzorn. Der kann gerade nichts machen, ne? Der kann eine Gewandheitsprobe. Ja, genau. Ich habe mich tatsächlich, keine Ahnung, wie ich auf Gewandheit gekommen bin, ist tatsächlich Körperkraft. Hab ja, alles klar. Ich würfel jetzt eine 1. Nein, er hat plus 1 geschafft. Die ist übrigens noch um 2 Punkte erschwert fürs Opfer. Ja, würfel halt deine 20 los. Das traut so nicht in den Knie. Ja, 22. Das heißt, diese Runde macht mein Schwert dann wieder Schaden. Trollzorn ist auf der 17 hier. Oh, das ist Alarm. Ja, ich habe alle den gleichen Token genommen. Okay, cool. 19. Frosty, lustiger Nebeneffekt des Festnagelns. Der Schaden wird wie bei Verbeißen summiert für die Wundberechnung. 19. Wir haben jetzt aber gerade 3 Alarms und einen Skybor. Trollzorn ist tot. Achso, na dann.
ich habe nicht alle Piraten auf die gleiche, also die haben alle die gleiche Initiative, deswegen habe ich einfach noch Steuerung C, Steuerung V gemacht. Ja, passt gerade. Zustand tot. Und dann kannst du die Szene beschreiben. Ja, Ronga zieht mit beiden Händen nach oben das Schwert wieder aus Trollzorn heraus, der kurz darauf auf die Knie fällt und umfällt. Viel macht er da nichts mehr. Ronga mit seinem blutüberströmten Schwert schaut sich nach dem nächsten um. Zwei stehen noch, Kasim 19. Genau, ich gehe. Ach, weißt du was? Skybor zweimal Reichweite vergrößern, Corpo Frigo. Stopp ich sie vor. Und zwar merkt Skybor gerade, dass seine Leute geschlachtet werden. Er sieht Ronga und er möchte über die Lagerhalle fliehen. Ich versuche ihn niederzuspeisen. Du kannst ihn passierschlagen mit einer Attacke plus 8. Ach so, okay. Ja, dann mach ich einen Passierschlag. Einfach eine Attacke? Ja. Ich ziehe übrigens hinterher und versuche, ihm hinterher zu rennen. Du hattest diese Aktion schon. Ist das nicht eine neue Kampfrunde? Nein. Ach so. Nee, wir sind gerade auf der 19. Kasim, du hast angesagt, dein Zauber, und er hat vorgezogen. Ja. Du kannst ja, die zwei Aktionen. Sichtfeld. Genau. Ich habe keine veränderte Komponente angesagt. Damit so. Bist du durch. 21 mit Darion. Mein Lade hat das zwei Aktionen, also kann ich ihm noch einen Schnellschuss geben. Machen wir das. Siehst du ihn noch? Ich. Maybe? Nee. Dann musstest du dich erst positionieren. Erst eine Position und dann kannst du. Wenn du dich hier hinstellst, dann siehst du. Ich bin nicht blutlustig, also nein. Gut. Dann bist du durch. Nee, warum? Dann bin ich hier umgekehrt. Wenn er sowieso weg ist. Ja. Gebe ich halt demnächst besten ein, das wird wohl Alang. Alang. Anhalm, Appelanger. Genau. Ich würfel einfach, ich kann keine FK Plus ansagen, weil es ein Schnellschuss ist. Das wäre ein Treffer, auch mit Nahkampf und Stuff. Ja, sind zwei Leute im Nahkampf, passt. Da ist eine Plus 3 aus der Entfernung drauf. Das sind 13 in den Schwertarm, liegen nur in den Rüstungen bleiben hängen. Ach, im Übrigen, denk dran, dass Skyber wieder mal ein W3 SP und eine Erschöpfung bekommt. Der kommt dazu nicht weit. Ah, stimmt, ja. Guter Einwand, Mentarion schießt, Al-Ang fängt weiter an zu bluten, sinkt auf die Knie, versucht sich mit letzter Kraft hochzuhalten und brüllt einmal, für Eskir, ihn gib ja schon. Leonidas, du hast eine... Du könntest hinterherlaufen. Ja, wenn ich jetzt auch machen. Gut. Wie weit komme ich? Deine Geschwindigkeit ist leider zu klein, also 8, beziehungsweise du bist gerüstet, also 7 mal 3 sind 27 Meter. Ist das richtig? Nee, 27 sind 21 Schritt. 21, wieso? 21 Schritt. Dann 8. Al-Ang, der ist tot, da ist auf der 21 keiner mehr. Skyber hatte vorgezogen, Ronga hatte, ich glaube, eine Aktion hast du noch. Ich habe meine Körperkraftprobe gemacht, also das dauert tatsächlich zwei Aktionen, also gut. Ich habe keine Aktion. Nächste Kampfrunde, Travigor 13. Freie Aktion, hinterher! Lebt er Al-Ang jetzt noch? Noch lebt er. Der ist aber am Boden vor Travigor dran. Ich stehe hinter ihm, oder? Mendarion hat auf ihn geschossen, du stehst in seiner Seite hinter ihm, ja, also... Wird ihn gern versuchen zu entwaffnen. Ich zieh vor 10er Wuchtschlag. Warum? Was für ein Arschloch. Ja, geil, aber warum? Was für ein Arschloch. Ich will jetzt endlich mal einen Killer, das kann doch nicht wahr sein hier. So, auf den Punkt. Ich habe auf Ring gewürfelt, aber es wird trotzdem geschafft. Mit einer du würfelst nochmal. Okay, ich würfel nochmal. Jetzt kommt die 1. Ja, alles klar, passt. Ja, dann macht einen Schaden. Das sind dann 21. Beschreib die Szene. Ja, Travigor, du kamst gerade von links und hast ihn gehauen, gell? Er wollte hat ihm die Waffe abgenommen. Das ist dann kurz bevor du, also er wollte noch, ich hätte jetzt noch eine Parade würfeln können, aber passt. Ja, Travigor kommt von rechts, schlägt ein, zweimal zu, die Waffe fliegt irgendwie, oder ist gerade so im Wegfliegen, Pfeil trifft ihn von der Seite in dem Moment. Ardo schon ein wenig frustriert von den vorherigen Schlägen, die alle fehlgingen oder pariert wurden, zieht noch einmal kräftig durch und spaltet ihn einmal beim Schlüsselbein bis runter zum Brustknochen durch.
Ja, vielleicht auch Frustration aus den letzten Kämpfen in der Wildermark, wo du auch nicht zum Zuge kamst. Ja. Hat sich das jetzt alles in einem unendlichen Hass entladen. Ich bin ja rachsüchtig, ich darf sowas. Ja. Alang ist tot. Leonidas flieht gemeinsam mit Skybor Hronga. Beim Blickfeld auf Kasim. Ja, ein kurzer Blick nach links, kurzer Blick nach rechts. Erstmal keine weiteren Gegner, Kasim da. Dann stecke ich einmal wuchtig mein Schwert in die Erde und gehe schnellen Schrittes auf Kasim zu. Ja, der Koloss kommt auf dich zu und ja, wenn du nichts machst, wenn er bei dir angekommen ist, gebe ich dir einen Schmetterschlag. Aktion Zauberkontrolle. Du würfelst erstmal Intuition. Intuition auf. Zauber fallen lassen ist eine freie Aktion. Finde ich gut. Du bist überrascht, als du ich plötzlich. Ich habe von 4 Punkte erleichtert. Mhm. Ist das so? Ist so. Ja. Bin ich letztens auch drüber gestolpert, das meiste. Ist echt scheiße. Du kannst nie einen Spieler überraschen. Freie Aktion Zauber fallen lassen. Er hat wieder Gummelkörperkraft. Ja, hau ihn trotzdem in die Fresse. Schade. Die Typiker kam mit 10-3, das wäre. Wie wären das? Halt, du hast ja ein plus 12. Aua. Würdest halt Kasim den Kiefer überbrechen. Wie du auf Kasim zugehst und das ist der Moment, in dem Kasim eine Augenbraue hochzieht und dann einmal mit dem Zeigefinger gegen seinen Stab tippt und deine Oberarme und schwillen einfach wieder ab. Sicher, dass Kasim überhaupt mehr als 12 TP hat? Ja, durch das. Klar, ich habe 30 Leben. Durch das plötzliche Schrumpfen schlägt Ronga auch knapp an dir vorbei, gerät da kurz ins Taumeln und festigt selbst wieder, während er dich wütend anschaut. Das ist jetzt nicht die Zeit. Nach dann ungefähr 50 Schritt wird Leonidas feststellen, dass Skypo zwar unglaublich stark blutet, aber er ist schneller als du und du musst quasi die Verfolgung aufgeben, wenn du... Ich würde ihm noch ein Wurfmesser hinterherwerfen. Ein Wurfmesser? Ach, das kannst du tun. Ja. In seinen Rücken, minus 5, aber die Entfernung ist so... Oh, zur Zeit 20 Schritt. Das heißt... Wie viel erschwert? Würfel einfach mal deine Wurfmesserprobe. Mindestens plus 12. Ja. Du wirfst noch ein Wurfmesser ihm hinterher, bleibt wohl auch in seinem Rücken stecken, aber in der Rüstung, beziehungsweise in seinem merkwürdigen Hautfleisch. Und ja, also wie gesagt, er blutet, ne? Seine Fährte ist nicht schwer zu verfolgen, aber du musst halt die Verfolgung abbrechen und kannst zu den anderen zurückkommen. Die stehen siegreich am Wagen und ihr habt erfolgreich das Artefakt, was auch immer es ist, verteidigt.